So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Machen wir weiter mit unserer Karriere. Und zwar ist heute gegen Real Valladolid, der war 18. Und danach geht's auswärts wieder weiter auf jeden Fall der Liga. Ich weiß aber nicht, gegen wen. Also gucken wir mal. Wir können wir spielen mit der Mannschaft? Jo, passt soweit. So, auf geht's. Ja, ich muss ein bisschen was vorbereiten in den nächsten. Er ist heute im Mittelpunkt. Er ist aktuell der beste Scorer der gesamten Liga, absolut überragend. Und mal sehen, ob er heute an die letzten Leistungen anknüpfen kann. Gleich geht's los. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Spiel, das im Estadio San Mamés stattfinden wird. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und bei uns geht es heute um ein Spiel aus der La Liga Santander. Athletic Bilbao gegen Real Valladolid. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein können. Ups. So, starten wir rein ins Match. Bilbao hat Anstoß. Immanuel. So geht Athletic Bilbao. Ja, schon der erste Verpass. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Ja, oder doch nicht? Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Olmo! Und Unastal. Unastal. Die Ecke kommt rein. Misslungene Befreiung hier. Olmo. Musste natürlich auch ein bisschen Glück haben, hat leider gefehlt. Ja, es ist warm draußen. Die beste Abwehr gegen den schwächsten Sturm, Buschi. Das zeigt uns schon so ein bisschen. Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Oh, dann hast du halt die Kugel in der Hand. Jetzt ist diese Szene beendet. Maurice kommt nicht vorbei. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Weiß man. Sie kommen über den Flügel. Da oben der vorne. Oh ja, der Ballverlust. Das stellt den Keeper natürlich für keine großen Probleme. Aber nichts weiter dramatisch, was passiert jetzt hier. Super Pass. Steilpass kommt an. Dani Olmo. Williams. Er macht und dann ist es das 1-0 für Athletic Bilbao. Blieb abzusehen. Jetzt machen sie es auch. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, das ist natürlich leicht. Niemand da, alles offen. Das ist kein Problem. Iñaki! Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ganz alleine! Und jetzt haben wir den Ballverlust. Die Chance, die Riesenchance. Aber was für ein Reflex. Von Valladolid und plötzlich die nächste Chance. Jetzt kommt die Ecke. Situation Olmo. Immer noch gefährlich. Und das gibt mindestens Gelb und Freistoß, oder? Zieht er da. Ja, ich hab jetzt gehört, es gibt Gelb. Also, da kann man aber auch ruhig eine Karte zeigen, der Schiedsrichter, ne? Olmo. Und dieser Freistoß geht direkt in die Mauer. Sieht nicht ungefähr. Leider. Viel um nix. Viel Dame um nix. Machen Sie jetzt gut. Da sind Sie da. Guter Block. Ja, schade.
frei, jetzt kann der Pass kommen. Komm, nix. Die Gelegenheit. Aus dem Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu. Ja, schade. Henri, Vivian. Langer Ball, nächster Freistoß. Und wieder nichts, was. Und wieder nichts. Auch nichts. Aber immer ist wahrscheinlich falsch für die Position. Also wieder mal hieß der Plata war der Elfer. Dann muss er jetzt Minimum eine Karte gesehen haben. Das war jetzt das zweite Foul. Maries. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Der muss passen. Oh, Plata und ausgerechnet der mit der riesen Chance zum Ausgleich. Wird abgefangen. Vielleicht sollte sie ihn runternehmen. Die Verletzung macht ihm wohl doch zu schaffen. Machen Sie gut. Steilpass. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Was? Wer verletzt? Ich weiß gerade. Finde ich doch, das wäre da irgendwer angeschlagen. Dann gebe ich, sagt er ja, jemand verletzt, aber jetzt ist es wohl nicht so. Zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Munia ihn. Daniel Olmo. Olmo. Olmo, Olmo. Sie machen das Tor. Oh, so kann man es auch mit dem Konter machen. 2-0. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwartdecke. Also da wird der Keeper sich 2-3 Fragen gefallen lassen müssen. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich sein. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Vivian. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Plata. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Der bleibt jetzt auch liegen nach dieser Aktion. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste hinten. Sie sind also zur Pause hinten und wirklich überrascht. Dann ist das nicht, das ist keine unsere Spieler, sondern deren Spieler, der da leider angeschlagen ist. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Weiter geht's hier im San Mamés. Olmo. Williams. Williams! Viel, viel Glück dabei! Eine super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Gut, dass er dazwischen geht, das wäre gefährlich geworden. Da geht er vorbei! Maurice! Maurice! Hol doch noch sein! Jawohl, so eine Chance dürfen Sie nicht liegen lassen, das kann keinem Trainer gefallen. Also das war natürlich eine tolle Parade. Da musst du erstmal rankommen. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Chance zum Konter jetzt. Ah, kommt nicht durch der Ball. Olazza. Ne, auch der kommt nicht durch. Glück gehabt, dass er jetzt nochmal einen Pass durchbekommt. Da verlieren sie den Ball. Wieder Olazza, der zweimal jetzt gut geklärt hat. Na, ja, es war zu einfach. Der Ballgewinn. Oh, und der Nussal mit dem Fehler, aber kriegt den doch noch mal irgendwie. Jetzt kommt hier der Wechsel. Jetzt kommt die Ecke. Schön, wie er diesen Ball abblockt. Und da zeigt der volle. Ich wollte gerade sagen, da ist wieder eine. Diesmal ist es eine bessere Position, weil der diesmal voll zentral ist. 20 Meter zentral vor der Bude.
Muniain. Ball kommt aufs Tor, aber das ist keine echte Torgefahr. Da ist er alleine durch. Williams, jetzt war drin. 3-0. Muss ich denn mal was trinken? Wahrscheinlich gleich. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein. Hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Ja, auf jeden Fall das 3-0. Spätestens jetzt. Wird's eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Und jetzt können wir wahrscheinlich immer wechseln, weil ja, es ist ja nicht mehr so, wahrscheinlich nicht mehr so lange, dann haben wir beim Champions League wieder das für alles entscheidende Match gegen Neapel. Aber jetzt erstmal noch Olmo, der eine gute Chance hat. Dann immer der Kampf 70 Minuten. So, ich werde natürlich ein bisschen wechseln müssen. Kannst du, ja, passt soweit. Natürlich den einen oder anderen jetzt mal schonen. Da spielt er von 3-0. Kann man nur mal durchaus wechseln. Er kennt Muni ein, der geht ein bisschen weiter weg. Jemand neu, ja, der war ein bisschen gutmütig. Hackpomm. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Geht nach innen. Und nun ein Schuss. Ah, da hätte das Tor fallen können. Er muss sich lang machen, aber dann hat er diesen Ball. Ecke, ja. Weiter gefährlich. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Jetzt vielleicht mal ein langer Ball. Moritz. Konnte eh keiner sein, weil es in eigener Hälfte war. Da kommt der Konter. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Ne. Ivan Sanchez. Da sind Mitspieler frei. Der Praller kommt. Das kommt nicht an. Jetzt noch. Jetzt können sie den Ball rausbringen. Kurz vor dem Ende des Spiels haben wir eine. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Oh, kein Tor. Hojin mit der riesen Chance hier sogar auf 4-0 zu stellen. Jetzt geht der Abwehrmann, der Abwehrboss da hinten. Laporte. Das ist aber nicht einmal Rick Laporte, oder? Akpom. Und er geht an ihm vorbei. Hätte auch drin sein können. Aber das ist halt ein Meister auf der Linie. Der ahnt diese Dinge. Nachspielzeit läuft. Jetzt der Volley. Ich hatte so ein bisschen gehofft auf 2-0. Und da knallt dann noch der Akpom ein rein. 3-1. Schau noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Dann kommt der Volley. Die Situation perfekt gelesen. Die ja, der kommt aber genau da vorne rein. Präzision, Druck, einfach nur gut gemacht. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Jo, dann ist Ebel. Der Schlusspfiff und damit steht die nächsten drei Punkte aufeinander auf unser Konto. Die dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg, auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Sie waren die eindeutig bessere Mannschaft. Hochverdienter 3-1 Erfolg gegen Villarreal gegen Valladolid.
So, wir sind wieder raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's weiter nach Cadiz.